Liebe Freunde, Werner Oskar Jilke ist heute bei mir zu Gast. Ja. Der Werner geht wirklich Tag und Nacht durch die Innenstadt in Wien. Hat die besten Ideen? Immer. Wer sagt, hast du Ideen, bleibst du nicht stehen. Okay. Und eine Hochzeitsnacht kann man nicht leisten, aber ich kaufe da was zum Beißen. Und das ist wirklich kein Schmäh. Ich gehe zum scharfen René. Siehst, dann brauchst du was im Mund legen und kommen schon die ärgsten Sprüche aus. Ich habe nämlich auch einen Spruch gemacht fürs Rote Kreuz und der heißt: Immer wenn ich mich schnalz, denke ich ans Rote Kreuz. Und jeder, der in Österreich lebt, soll 1 Euro im Monat spenden. Sollte man wirklich machen, ja. Danke. Auf jeden Fall. Der Werner ist nämlich immer so interessant, jedes Mal, wenn er sich oder irgendwas Neues an sich. Heute sehe ich, hast du einen Zylinder oder was? Nein, einen erklär mal deine neueste Kreation. Wer will immer damit was aussagen? Mit Beleuchtung und um meinen Weihnachtsbaum. Also du willst die weihnachtliche Stimmung einfangen, oder wie? Okay. Und hinten ja zur Volksabstimmung. Okay. Ist ja auch schon vorbei wieder, oder? Ja. Weil können wir nicht mehr entscheiden, werden wir weiterhin leiden. Okay, na gut. Also er hat immer irgendeine Message, politisch oder gesellschaftlich, ja. Aber man muss ja irgendwie mitteilen. Und der Lugner soll mich endlich einmal einladen zum Opernball. Ich mache immer die beste Werbung für ihn und sage: Richard Lugner, lass dich vom Starkast nicht hunzen. Nimm lieber in die Loge vom Dormeier Langenzersdorf die Blunzen. Also er macht wirklich Werbung für jeden, ja, und das ist eine Leidenschaft. Also Werner, ja. Hochachtung in deinem hohen Alter noch immer. Die besten Sprüche kommen von mir, weil die sind ohne Gerüche. Lange Zeit hat er deine geliebte Frau immer deine Kleidung gemacht, gell? Na, mit mir gemeinsam. Okay. Und jetzt suche ich risikofreudige Investoren, welche gute Ideen vorfinanzieren. Okay. Zum Beispiel jetzt schwarzen Short, weißen Eiffelturm und daneben steht bei jedem Sturm. Okay. Ist Patent angemeldet, alles. Ah, das hast du schon gemacht, ein Patent hast du angemeldet auf die das? Schriftlich macht man nur in der Liste nachschauen bei den Patente. Okay. Aber jeder hat gesagt, eine Bombenidee, weil da so ein Österreicher Werbung macht für Paris den Eiffelturm. Ist doch eine super Idee. Na sicher, aber weit weg, gell? Na, vielleicht sogar das Lokal mehr machen oder na, so. Nein, die Investoren, sind sie da, alle beteiligt? Mhm. Na, aber ich habe gefragt, bei 5 Minuten 1 Million. Da hast du extra beworben, bei 2 Minuten 2 Millionen für die na, Idee? Ich habe angerufen. Okay, nicht schlecht. Also du schnappst viele Themen auf und machst dadurch Reime praktisch. Die was das. Richtig, aber ich brauche mehr Unterstützer und nicht nur Benutzer. Na dann schauen wir, liebe Freunde, vielleicht jetzt noch mehr von Werner. Hat mich sehr gefreut, Werner, für das Interview. Ich danke dir. Ich danke dir, mein Freund, gell? Ja. Und schaut's wieder ein nächstes Mal. Danke vielmals, gell? Baba.